Frau Wiesflecker, wir haben gerade am Samstag in den VN berichtet, 230 Betretungsverbote in einem halben Jahr. Das ist die traurige Bilanz, die die IFS-Gewaltschutzstelle zieht, eben nach nur 6 Monaten in diesem Jahr. Häusliche Gewalt nimmt also weiter zu, beziehungsweise fällt sie auch öfters auf. Was sagen Sie zu den Zahlen? Wie haben Sie darauf reagiert und was können denn da Schlüsse auch von politischer Seite daraus sein? Ja, einmal ist es traurige Realität, das stimmt. Ich meine, dass im Bereich der Sensibilisierung, der Bewusstseinsarbeit sehr viel passiert ist und nach wie vor passiert. Ich erinnere zum Beispiel an die Kampagne, die wir gemeinsam mit Spar gemacht haben, also an der Kasse zum Beispiel Plakat betreffend Hilfe, Telefonnummern, Hilfeleistungen, Beratungsangebote, Hilfestellungen. Ich meine auch, dass in Vorarlberg das Beratungsangebot gesamthaft gut aufgestellt ist. Also ich höre das auch immer wieder von den Institutionen. Ich meine, dass die verpflichtende Täterberatung zum Beispiel auch ein wichtiger nächster Schritt war. Also selbstverständlich Hilfe für die Opfer, aber auch die Täterberatung, dass deren Gewaltverhalten sich verändert. Da haben wir recht positive Entwicklungen. Und wir haben eine anhaltend hohe Belegung in der Frauennotwohnung und in Außenwohnungen. Also im Juni 15 Frauen mit etwa 20 Kindern. Das ist natürlich schon eine sehr hohe Belegung. Das beobachten wir sehr genau, inwieweit wir hier Plätze erweitern müssen, brauchen. Aber das Thema bleibt. Hat sich auch ein wenig schon verstärkt, auch durch Corona und diese Belastungssituationen in den Beziehungen. Aber es begleitet uns auch immer wieder die Fragestellung, inwieweit das Thema vielleicht auch jetzt präsenter ist, weil man mehr darüber spricht, weil es Gott sei Dank ein Stück weit auch aus der Scham ein Stück weit herausgeholt werden kann oder vielleicht noch ein positives Projekt, das in Bregenz ja gerade läuft, also dass Nachbarschaften sehr sensibel auch reagieren auf Gewaltsituationen, dass man auch hier sensibilisiert. Dieses Projekt wird erweitert auf Hohenems, also so als gesamtgesellschaftliche Aufgabe einfach wahrnimmt.